Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, Elijah, was sagst du zu dem Spiel? War ziemlich wild am Ende, oder? Ja, auf jeden Fall. War viel hin und her. Viele Flanken vom Gegner. Wir haben auch ein bisschen nach vorne gespielt. War sehr anstrengend, auch lange in Unterzahl. Ich denke, wir haben es gut zu Ende gebracht. So. Wir hätten gerne die 3 Punkte mitgenommen, aber Osnabrück hat es auch gut gemacht. Ja, die Osnabrücker beschweren sich sehr über den Schiedsrichter. Was sagst du zu ihnen? Ja, ich finde, ein paar Situationen waren schon strittig. Auch wo ich gegen die Bande geschubst werde, ist schon strittig. So. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber also ich möchte mich jetzt nicht mit dem Schiri beschäftigen. Nee, klar. Du bist in letzter Zeit immer ein bisschen von der Bank gekommen. War das jetzt für dich ein Problem, dann direkt in die Abwehr auch zu gehen und da das Zentrum zu übernehmen? Nee, war kein Problem für mich. Also wenn ich spielen soll und egal auch wo, da bin ich da. Und ja, es war kein Problem für mich. Nee. Ja. Prima. Bist du mit dem Punkt zufrieden? Na, nicht so. Ich hätte gerne die 3 Punkte mitgenommen. Aber wie gesagt, Osnabrück hat es auch gut gemacht. Deswegen, ja, im Großen und Ganzen kann man schon zufrieden sein. Ja, ja, hallo Dave. Schön, dich wiederzusehen. Ja, hi. Hast das falsche Trikot an, aber ist trotzdem eine tolle Sache. Was sagst du denn erstmal zum Spiel? Ja, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Waren von Anfang an da, haben von Anfang an Druck gemacht, das, was wir uns vorgenommen haben in unserem Stadion zu Hause. Ja, hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Wir holen die rote Karte raus. Ja, dann verflacht das Spiel ein bisschen in Überzahl, kriegen ein unnötiges Gegentor. Ja, dann musste wieder ein bisschen hinterherrennen, wie die letzten Wochen bei uns einfach. Aber ja, wir wussten, dass wir, ich glaube, jeder hat gespielt, dass wir gut raus sind heute und mit den Fans im Rücken. Ja, schade, dass da nicht nur für 3 Punkte gereicht hat heute. Aber so ist es halt. Ja, was aufgefallen ist, ist halt die Abschlussqualität, die passt nicht. Ne? Ihr habt sehr viele Chancen erarbeitet, aber im Endeffekt zu wenig Tore gemacht dafür, oder? Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, was schon in den letzten Wochen uns beschäftigt, dass wir einfach vorne nicht genug Tore machen oder zu viele Chancen brauchen für ein Tor. Ich glaube, heute war wieder ein gutes Beispiel, wie viele beim auch zweiter Halbzeit, glaube ich, haben ja, viele Kopfballchancen auch aus Blanken oder sowas. Ja, wenn du die dann halt nicht machst, dann ja, wird es halt auch schwer mit 3 Punkten. Dann, ja. Viele deiner Mitspieler haben sich über den Schiedsrichter beschwert. Siehst du das ähnlich? Du hast, glaube ich, auch am Rande einer roten Karte nachher gestanden am Ende, oder? Mich? So hatte ich den Eindruck. Also, du hattest eine längere Diskussion ganz am Ende und da... Ja, nee, mir ging es einfach so ein bisschen, dass Saarbrücken einfach schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat ab der zweiten Halbzeit. Vor allem der Torwart. Und ja, bei jeder Szene, glaube ich, vom Gefühl her einfach zu lang gebraucht hat für ich. Und ich habe einfach nur ein bisschen diskutiert mit ihm, dass er einfach mal dazwischen greifen muss, weil klar, die Spieler sind ja auch nicht dumm, die warten dann halt, bis vielleicht mal die gelbe Karte kommt und zögern uns raus. Darum, ja, war das so ein Thema, wo ich mit Schiri hatte. Ja, jetzt haben wir gesehen, du hast Ricci Neudecker verabschiedet, dass er vom Platz musste wegen der Karte für Wilhelm. Wie sind denn noch die Verhältnisse zum 1. FC Saarbrücken zu den ehemaligen Mitspielern? Ja, ich glaube, das ist schon fast 2 Jahre oder was, 2 Jahre her, ja. Klar, mit dem einen oder anderen schreibt man noch. Ich glaube, man freut sich immer, wenn man dann gegeneinander spielt wieder und alte Leute, Bekannte trifft. Ja, aber so den, sag ich jetzt mal, den wirklichen, richtigen Kontakt, ja, habe ich jetzt nicht mehr mit so vielen, sind dann auch wieder viele gegangen, sag ich mal. Aber ja, man freut sich natürlich, die Jungs zu sehen. So, hallo Philipp. Das war ja echt ein wildes Spiel, ne? Am Ende, ja, 2 Platzverweise, die das doch geprägt haben, das Ganze. Freust du dich über den Punkt oder ärgerst du dich darüber, dass es kein Sieg wurde nachher? Ihr habt ja die Chance dazu gehabt. Ja, gemischte Gefühle, glaube ich, aber nichtsdestotrotz 7 Punkte aus der englischen Woche, dann 2 nach 20 Minuten in Unterzahl, alles reingehauen. Ich glaube, ja, da überwiegt so ein bisschen das lachende Auge, sagt man das ja. Trotzdem ärgerlich natürlich, dass wir den Elfmeter nicht reinmachen, aber ja, manchmal hat man so Phasen, wo der Ball dann einfach aus Elfmeter nicht rein will, aber da kommen wir auch schon irgendwie raus. Ja, dass es nachher dann doch noch beim 1:1 blieb, das ist im Wesentlichen dir zu verdanken. Du hast da 5 Minuten vor Schluss, ich glaube, 3 Bälle hintereinander abgewehrt und dann noch den Ball rausgeschlagen. ja, also, gut, spektakulär, oder? Ja, klar, immer schön, wenn man der Mannschaft so ein bisschen helfen kann, aber ja, dafür bin ich auch da. Und dafür haben sie mich geholt, um voranzugehen auf dem Platz. Und wenn es natürlich so aufgeht wie heute, ist natürlich wunderschön. Ja.